Kassenmodul. Immer wieder kommt es vor, dass ein Kunde beim Kassieren einen Artikel doch nicht mehr möchte. Sei es, dass er nicht genügend Geld dabei hat oder sich beim Preis des Artikels verguckt hat. Nun muss dieser Artikel storniert werden. Bisher wurde der Artikel dabei als Position gelöscht. In den Einstellungen zur Kasse können Sie hinterlegen, dass die Position als Storneposition erhalten bleiben soll. Da in der Regel dafür entsprechende Nutzerrechte erforderlich sind, gibt es gleichzeitig eine zweite Neuerung, nämlich, dass der Manager sich anmelden kann und nun die Möglichkeit hat, die Rechnung der Mitarbeiter einzusehen und für diesen die Storno-Position zu erfassen. Der Mitarbeiter erfasst eine Rechnung und nun stellen wir fest, dass es doch der falsche Stuhl ist, der erfasst wurde. Er sichert die Rechnung und meldet sich ab. Der Manager meldet sich im Kassenmodul an und hat nun seinerseits die Möglichkeit, sich die Rechnungen des Mitarbeiters anzeigen zu lassen und kann diese bearbeiten, um den Storno zu erfassen.